Hallo und herzlich willkommen, ihr Modern Consumer. Ich bin Basti und heute gibt es den zweiten Part Euro 2016 Pro Evolution Soccer. Deutschland spielt gegen Polen und das wird natürlich ein Hammerspiel. Ich halte das jetzt lange genug hier in die Kamera. Ich habe die Aufstellung im Prinzip so gelassen wie beim letzten Part, beim ersten Spiel gegen die Ukraine. Wir haben leider 1:1 gespielt, das heißt, wir sind hier heute unter Zugzwang. Gegen Polen ist ja auch so ein Prestigeduell. Da hat man ja in der Qualifikation einmal verloren, einmal gewonnen. Aber das will man natürlich jetzt nochmal zeigen, dass man es da gut kann. Und gegen Polen wird es natürlich am schwierigsten in der Gruppe. Für mich ganz klar der härteste Gegner. Lewandowski ist natürlich auch am Start, gehe ich mal von aus. War er schon zu sehen? Ich weiß es nicht. Aber in echt, da ist er doch, Lewandowski neben Szczęsny. Die Musik ist jetzt aus, weil ich keine Stadionmusik angemacht habe. Alles aus lizenztechnischen Gründen. Ich fange jetzt einfach an, zeige euch hier heute wieder die Highlights. Ich spiele immer noch 12 Minuten Halbzeit auf Profi. Und hier gibt es den Hacken-Trick, Doppelpass. Gibt es ja alles hier, wie bei FIFA früher übrigens noch mit der Steuerung. Aber so alle Feinheiten der Pro Evolution Soccer Steuerung kenne ich natürlich nicht. Ich bin da kein Ass. Und bin da wirklich ein Neuling. Aber es macht Spaß, es hat seinen Reiz. Hier mal nach vorne und hier mal nach vorne durch. Und da mal, nee, hat nicht geklappt. Egal. Also ich zeige euch jetzt auch hier die Highlights. Aber vielleicht haben wir jetzt schon ein Highlight hier mit Götze. Sein erster Schuss aufs Tor von Polen. Und das war schon mal eine gute Parade von Szczęsny. Aber ich muss ja auch sagen, das war jetzt wieder mal direkt auf den Mann geschossen. Und jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt passen wir auf, aber hier Boateng passt wirklich gut auf. So, der Ball kommt da leider nicht mehr. Jetzt fehlt er hinten, Boateng. Weiter geht's. Einmal hier rüber und einmal nochmal hier den Lupfer rüber. Das klappt eigentlich immer ganz gut. Und da schießen die mit der zweiten Parade und es sind noch nicht mal 10 Minuten vorbei. Läuft. Oh, schön durchgespielt. Hector kommt mit nach vorne. Hector. Mit der Flanke, Szczęsny schon wieder. Also gegen Polen haben wir hier bis jetzt bessere Chancen. Nur das Ding ist halt noch nicht drin. Boah, erster richtiger Schuss hier von den Polen. Alter, was eine Vorlage hier. Neuer mit der Parade. Oh, shit. Das ist kein Abseits. Lewandowski auf Neuer zu. Und Neuer pflückt ihm hier den Ball weg. Oh, das sah schon richtig fies aus. Hier gibt es die erste gelbe Karte im Spiel. Und die war gegen Götze, glaube ich, ja. Und da sehen wir das Ding nochmal. Boom. Ja. Kann man mal gelb geben. Oh nein, nein, schon wieder. Und jetzt Milik. Milik gegen Neuer. Und das Ding ist drin. Weil ich den Freistoß scheiße ausgeführt habe. 1:0 für Polen. Milik macht das Ding rein. So ein Scheiß, so ein Mist. 1:0 führen sie jetzt hier und machen den gleichen Jubel wie ich im letzten Spiel gegen die Ukraine. Ah. Aber wir gucken es uns nochmal an. Blaszczykowski ja auch dabei. Die haben einfach wirklich ein gutes Team. Und so haben sie mich jetzt schon mehrmals versucht zu überrennen. Mit so einem Pass vorne in die Spitze. Boateng nicht richtig dran. Nee, Kimmich ist es, glaube ich. Ja, und dann kann auch Neuer nichts machen. Da kann er vielleicht noch ein bisschen früher rausgehen. Und dann steht es hier 1:0 gegen Polen. Oh, ey, jetzt muss es aber hier wieder eine gelbe geben. Das muss gelb geben. Ich werde jetzt mich hier beschweren. Ich bin hier gleich am Ausrasten. Ist er verletzt oder was? Der winkt da schon hier an. Wir haben übrigens keinen Gomez hier im Spiel dabei, leider. Und das ist für mich eine gelbe Karte. Tut mir leid. Das ist für mich gelb. Obwohl, ist es gelb? Ah, kann man auf Freistoß gehen. Ja. Ja, Halbzeit. 1:0. Götze wurde eben behandelt. Ich weiß nicht, ob der noch fit ist da außen. Wir sehen mal hier die Chancen. Und Polen ist einfach wirklich von den Chancen her wirklich gut überlegen. Ich komme einfach vorne noch nicht zum Abschluss. Ich gucke jetzt mal kurz hier nach, ob da was ist mit Götze. Aber sieht jetzt nicht danach aus. Ich finde aber, Götze ist einfach zu schwach da vorne. Ah, der ist aber noch fit dafür. Schöne nicht mehr so ganz. Ich bring mal Podolski rein. Wir bringen mal Podolski heute rein auf der linken Seite. Mal gucken, was der reißen kann da. Jetzt zieht Podolski. Podolski! Oh, hier gibt's einfach. Podolski! Ja! Ja!
Er macht das Ding und sogar mit rechts. Super geil. Ich mag ja Podolski. Sogar das Trikot hat er sich schon dreckig gemacht hier. Podolski, I like him. Wichtiger Spieler bei Galatasaray hier. Da hat er einiges gerissen, auch wenn man sagt, türkische Liga ist nicht so stark. Ich finde auch, er hat seine Einsatzberechtigung und ich hoffe auch, er kommt das ein oder andere Mal zum Einsatz bei der EM. Ich hätte Schürrle auch gar nicht mitgenommen, ganz ehrlich. Ich hätte ja Brandt anstatt Schürrle mitgenommen, aber ist ja immer Geschmackssache. Podolski hier mit dem wichtigen Ausgleich. Anfang der zweiten Halbzeit. Oh, shit! Oh, Alter, das hätte richtig schief gehen können. Ich muss gleich nochmal auswechseln. Das war nicht gut, aber das war die erste Chance seit langem mal wieder für Polen. Kein Lewandowski, aber okay. Oh nein, ihr habt es schon wieder geschafft! Nein! Nicht von da! Oh, jetzt ist hier Polen aber gleich offen, ne? Nein! Nein! Neuer! 2-1 für Polen! Neuer patzt! Und ich krieg den Ball hinten nicht aus dem Strafraum raus. Das ist ja eine Chaos-WM hier. EM. Alter, so ein Mist. Das darf doch nicht sein. Ich habe gerade eigentlich nicht. Nein, nein. Ich dachte, hier ist doch alles geklärt. Ich wollte gerade da hoch in der Mitte rausspielen. Hätten wir jetzt einen schönen Konter fahren können. Und Neuer hier, zack, die komplette Innenverteidigung verschnarcht. Im nächsten Spiel ist Hummels wieder dabei und gegen... Oh, ich muss jetzt noch gucken, dass ich hier noch den Ausgleich mache. Aber im nächsten Spiel ist Hummels vom Anfang an dabei. Boah, ey Leute, 2-1 verloren gegen Polen. So darf die EM nicht losgehen. Damit ist Polen auf jeden Fall Erster in der Gruppe. 2-1 verloren. Boah, richtig bitter. Ich spiele auf Profi. Ist natürlich nicht einfach so eine EM und vor allen Dingen so ein Spiel, was man einfach nicht so oft spielt. Ihr seht, die haben mich extrem dominiert. Ich war immer mal wieder dran. Und die waren auch dran, nochmal ein 3-1 zu machen, so ungefähr. Ja, und dann verliert man hier 2-1 gegen Polen. Die EM wird in echt auch nicht einfach. Das ist kein Spaziergang durch so eine Gruppenphase, auch wenn die ersten drei, die meisten ersten Dritten in der Gruppe immer weiterkommen. Hier kann man sich nochmal schön die Highlights angucken. Das finde ich auch immer schön zusammengeschnitten. Und ja, aber wir wollen ja eigentlich nochmal in die Gruppe gleich reinschauen. Ach, hier kommt auch das Tor, glaube ich, oder was? Die 23. Ich weiß gar nicht, wann war das Tor? Aber das sind auf jeden Fall schöne Zusammenschnitte. Hier ist das Tor von Milik einfach nochmal durchgestürmt und dann mit links abgezogen. Da kann auch Neuer nichts mehr machen. Lewandowski Vorlage. Wir gehen mal wieder zurück und gehen jetzt ins Hauptmenü rein. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Und da geht nochmal alles oder nichts gegen Nordirland. Muss ein Sieg her. Frankreich gegen Albanien. Spanien gewinnt gegen die Türkei. Wir gucken eigentlich alle Gruppen jetzt nochmal an. Alter Verwalter, ich muss jetzt hoffen, dass die Ukraine nicht gewinnt. Die hat ja gewonnen gegen Nordirland. Ich muss hoffen, dass ich hier irgendwie weiterkomme und dann auch am Ende weiterkomme hier als Dritter sogar. Ach du Scheiße, was haben wir denn für eine Tordifferenz? Ich hoffe auf Polen. Ich hoffe einfach auf Polen und auf den Sieg. Sonst sieht es hier ganz dünn aus. Ja, so sieht es in den anderen Gruppen aus. Portugal da vorne, ja, alles zu erwarten. Frankreich ist für mich ein Top-Favorit für die EM. Okay, also, dann bedanke ich mich jetzt erstmal fürs Zuschauen und drückt mir die Daumen für den nächsten Part, dass wir gegen Nordirland irgendwie was reißen können. Wir brauchen einen Sieg, ganz klar. Bis dann, euer Basti oder auch Modern Consumer. Und damit haben wir das Team komplett und ich finde, das sieht doch bis auf den einen